willkommen zu einem neuen Roblox Roleplay Video. Wir sind heute ein Nerd und versuchen ein beliebtes Mädchen zu werden. Und dann let's go! Oh, ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich glaube, ich sollte auf jeden Fall schon los zur Schule. Es ist zwar noch dunkel, aber es ist ein ganz schön langer Weg von hier bis drüben. Und ich will auf keinen Fall zu spät kommen. Und eigentlich wollte ich meine Lehrerin noch was fragen wegen letzter Unterrichtsstunde. Da habe ich was nicht ganz verstanden. Und ich habe mir überlegt, ich kann vielleicht, weil meine Mathe-Klausur ist nächste Woche. Aber vielleicht kann ich noch eine, keine Ahnung, hier ist vielleicht eine Präsentation machen oder sowas. Dann verstehe ich das Thema und vielleicht kriege ich ein, zwei Bonuspunkte für die Klausur. Das wäre eigentlich ganz cool. Da ist die Schule schon. Oh Gott, ich habe immer eigentlich keine Zeit, meine blöden Haare zu machen. Aber ich meine, so sieht es ganz gut aus. Das ist kein Problem. Oh, es sind sogar schon andere Schüler da. Ich bin gar nicht die Erste. Okay. Hallo? Wer ist da? Oh, hier sitzt schon jemand. Oh, hi. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich so früh schon in der Schule treffe. Wie geht's dir? Hallo? Wie, jetzt redest du mit mir? Ja, sonst ist doch niemand da. Guck dich mal um hier in der Klasse. Es ist doch keiner da. Ich rede nicht mit Nerds. Entschuldigung? Warum? Also, nur weil ich mich anziehe als, keine Ahnung, als wäre es praktisch und nicht wie, ich weiß nicht, irgendjemand, der auf ein Konzert gehen will und nicht in die Schule? Bin ich ja kein Nerd. Schau dich mal an, du Hässliche. Warum bist du so gemein zu mir? Was habe ich dir jemals getan? Hast du überhaupt einen Spiegel zu Hause? Okay, weißt du was, Emma? Es reicht. Es ist äußerst unhöflich und so redet man nicht mit anderen Leuten. Wir sind in einer Klasse und du musst nicht gemein zu mir sein und ich gehe jetzt nach Hause und sage das meiner Mom. Mann, das ist doch blöd. Wieso sind alle so gemein zu mir? Okay. Bitte geh ran. Hallo? Hi? Oh ja, ich bin's, Ronja. Boah, ich war gerade schon in der Schule. Sorry, ich bin nicht da im Unterricht. Nee, sorry. Ich war schon in der Schule, weil ich hatte ja erzählt, ich wollte noch mit unserer Lehrerin reden wegen Mathe letzte Woche. Ja, genau. Und Emma war super gemein. Ich habe keine Ahnung, warum die schon da war, aber die hat nur geschittert. Also wirklich, deine Haare sind hässlich, dein Outfit ist hässlich, alles an dir, du hast keinen Spiegel zu Hause, und was soll ich denn da machen? Ich weiß nicht, ob ein Umstyling da hilft. Du denkst schon? Okay, dann komme ich jetzt vorbei. Okay, ich beeile mich, bis gleich. Okay, meine beste Freundin sagt, wir können Umstyling machen und dann vielleicht bin ich irgendwann eins von den beliebten Mädchen. Ich weiß ja nicht, ob das so funktioniert, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Hi, ich bin da. Hallo? Hi. Hi, Ronja. Du sagst, du kannst mir helfen. Ich wüsste halt nicht, also ich fand mein Outfit nicht so schlecht. Ich habe eigentlich das Gefühl, es passt alles gut zusammen. Ich finde meine Frisur nicht furchtbar. Und meine Brille und meine Sporttasche oder Schultasche oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was Emma da hat. Ich auch nicht, aber naja. Ich wüsste gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also, was ist denn der erste Schritt? Du sagst, du bist Umstyling-Expertin. Was ist unser erster Schritt? Ich weiß genau, was wir machen. Komm mit! Okay, ich vertraue dir. Okay, zuerst musst du die Brille wegmachen. Aber wie soll ich denn sonst sehen? Kontaktlinsen. Oh, ja, tatsächlich, das ist gar keine schlechte Idee. Moment, ich ziehe kurz meine Brille aus. Okay, besser? Super, und als nächstes brauchst du ein neues Outfit. Oh, okay, ich weiß genau, wo die Outfits sind. Warte, die sind unten in der Stadt, oder? Beim, neben dem Nagelsalon? Neben dem Eisladen? Genau! Boah, ich gehe da so selten hin. Ich war, glaube ich, vor 4 Jahren oder so mit meiner Mom mal shoppen, weil sie meinte, sie braucht eine neue Hose, aber ich kaufe super ungern neue Klamotten. Aber okay, wenn du sagst, es ist notwendig, dann vertraue ich dir und dann gehen wir dahin. Okay, hier ist der Laden. Und was jetzt? Was suche ich? Du brauchst was Neues und richtig Trendiges. Okay. Ich probiere einfach ein paar Outfits an, die hier sind. Und du sagst, was Gutes und was Schlechtes. Ist das ein Plan? Okay, perfekt. Alles klar. Okay, was haben wir denn hier? Okay, wie findest du das? Hm, das sieht ganz okay aus, aber... Aber da ist noch viel Luft nach oben. Okay. Dann, ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie die Hose ist so komisch lang. Die geht über meine Füße und ich war mit dem T-Shirt auch nicht ganz vertraut. Aber ich guck mal, hier sind noch mehr Sachen. Okay, was ist mit dem hier? Eigentlich fand ich das ganz hübsch. Schon besser, aber nicht perfekt. Versuch mal einen anderen Style. Ja, okay, das stimmt. Das ist tatsächlich relativ nah dran, abgesehen von der Hose mit den Rissen an was ich auch normalerweise anziehen würde. Ich versuch mal was, das was hier links ist, okay? Das ist aber ein bisschen
Ich bin mir nicht sicher, ob mir das steht. Ich irgendwie, da fühle ich mich komisch. Egal, ich probiere es an. Okay, sicher? Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, also es fühlt sich wirklich merkwürdig an. Hotpants sind, glaube ich, kein Look für mich. Und irgendwie der Pulli ist auch so kurz und... Ich weiß ja nicht. Ich fühle mich wohler mit meinen Sachen. Das sieht toll aus. Aber probier doch noch das andere dort drüben. Okay, weißt du was, wenn wir eh schon hier sind? Du bist der Chef, ich mach, was du sagst. Okay, das hier? Wow, das ist perfekt, ich liebe es. Ja, eigentlich ist das ganz süß. Das ist okay. Dann nehme ich das hier. Was muss ich als nächstes machen? Ich brauche auf jeden Fall eine neue Sporttasche, glaube ich, weil da hat Emma richtig drauf, keine Ahnung, gesagt, schön ist sie nicht. Und ich habe jetzt keine, ich habe meine hier stehen gelassen in der Umkleide, sie passt nicht so richtig zu dem Outfit. Ja, das ist sehr wichtig. Okay, was würdest du empfehlen? Warte, ich habe, hier drüben waren, glaube ich, noch welche, hinten in der Garderobe. Ich guck mal kurz. Ich glaube, da waren weiße und schwarze. Das ist vielleicht besser. Wahrscheinlich eine weiße wegen dem Outfit. Moment, ganz kurz. Okay, was sagst du zu der hier? Ich fand die eigentlich ganz gut und die passt ganz gut zum Outfit. Aber ich weiß nicht, ob meine ganzen Schulsachen da reinpassen, muss ich sagen. Ja, die sieht super aus. Alles klar, dann Klamottenwechsel, check. Was ist als nächstes auf dem Plan? Okay, na dann müssen wir uns jetzt um deine Haare kümmern. Eigentlich mag ich meine Haare. Aber wir müssen nicht färben, oder? Färben ist, meine Mom sagt, färben ist nicht gut, weil es die Haare kaputt macht. Auf zum Haarsalon! Alles klar, auf zum Haarsalon! Guck mal, es wird schon spät. Wir waren den ganzen Tag Klamotten aussuchen. Holy moly, okay. Ich weiß nicht, wie effizient das ist. Verbringen andere Mädchen so viel Zeit beim Einkaufen? Das wirkt wie Quatsch, wenn man doch einfach schon gute Outfits zu Hause hat. Naja, okay. Was würdest du sagen, soll ich machen? Andere Frisur, andere Farbe, andere, keine Ahnung. So, na dann schauen wir mal. Okay, schau mal im Spiegel, ob sie dir gefallen. Oh Gott, ich sehe so anders aus. Oh mein Gott, ich sehe aus wie jedes andere 0815 Mädchen auf unserer Schule. Mit dem komischen... Okay, ich schätze, das ist der neue Look. Ansonsten, war's das? Sind wir hier fertig? Nein. Okay, also doch Farbe. Ich hab's geahnt, ich hab's befürchtet. Meine Mom wird ärgerlich sein mit mir, aber ich denke, manchmal muss man Opfer bringen und, welche Farbe gehen wir? Wir müssen sie natürlich färben, aber keine Sorge, wir nehmen schönes Blond. Okay, gut, dann lass ich dich mal machen. Okay, bist du fertig? Und fertig. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich sehe so anders aus. Oh mein Gott, ich sehe so anders aus. Bist du dir sicher, dass das der neue Look ist? Soll ich so ein beliebtes Mädchen werden? Ich meine, ich fühle mich anders. Ich fühle mich mehr, als wäre ich... Als wäre mein Hobby zu Starbucks gehen. Und als wäre mein Hobby, keine Ahnung, mir die Nägel machen lassen. Du siehst so richtig trendy aus. Okay, alles klar. Dann, gibt's noch einen Schritt oder sind wir hier fertig? Wir sind jetzt fertig. Okay. Dann danke für deine Hilfe. Dann gehe ich nach Hause schlafen und ich schätze, wir sehen uns morgen in der Schule. Mal gucken, was Emma sagt. Oh Gott, bin voll nervös. Aber gut, danke schön. Ich hab dich lieb für deine Hilfe. Mach's gut. Mein Gott, ich bin voll nervös. Ob Emma schon da ist, vielleicht sieht sie mich ja nicht. Oh, doch. Nee, sie ist schon. Warum ist sie denn so früh da in letzter Zeit? Das verstehe ich gar nicht. Hi Emma. Oh mein Gott, bist du neu an der Schule? Du siehst toll aus. Nee, ich bin's, Ronja. Wir haben uns gestern schon gesehen. Du hast nicht mit mir reden wollen. Was? Ja, ich meine, woher würde ich sonst wissen, wie du heißt? Das wäre komisch. Oder nicht? Du bist der Nerd von gestern? Was heißt der Nerd von gestern? Emma, wir kennen uns seit der Grundschule. Wir sind seit, keine Ahnung, 4 Jahren zusammen in der Schule? Du siehst ja jetzt richtig beliebt aus. Danke, meine beste Freundin hat mich umgestylt. Aber freut mich, dass es dir gefällt. Oh mein Gott, wieso funktioniert das so gut? Emma mag mich? Emma hasst mich nicht? Emma hat noch nichts Schlechtes über mein Outfit gesagt? Okay, Test. Hey Emma, wie findest du meine neuen Haare eigentlich? Die sehen toll aus. Wo hast du die machen lassen? Im Friseursalon, direkt nebenan. Oh mein Gott, das ist voll cool. Hast du Lust, nach der Schule Eis essen zu gehen zusammen? Eis? Willst du nicht lieber zu Starbucks? Wir können auch zu Starbucks gehen, klar. Alles klar.
So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Heute von Nerd zu beliebtes Mädchen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine coolen Videos mehr, so wie dieses hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.